Willkommen zu einem Ründchen. Freitagnacht um 2:30, perfekter Zeitpunkt. Wir machen mit Herrn Kiesel weiter. Ist ja klar. Hab ich noch Geld? Ich hatte noch 7, aber das reichte für nichts mehr, ne? Da ist ja hier völlige Armut am Start. Naja, da reichte nichts mehr. Wir können dann direkt zum Spielen übergehen. Und können direkt gucken, was Phase ist. Kurze Ladezeit. Oh, wir starten diesmal im Schneegebiet. Super. Mach vielleicht mal einen Tick leiser. So, dann disconnecten wir uns hier direkt und dann... Was hat der jetzt? Der da vom Brummer in der Hand. Sah der schon immer so aus? Ich habe irgendwie die Befürchtung, er sieht anders aus. Aber ich weiß nicht. Vielleicht bilde ich mir das so hart ein. Ist vermutlich eher eine harte... Wobei, nee, das könnte sein, dass das da der vergrößerte Einsaugsack ist. Also hier der Behälter, wo halt meine Ressourcen drin landen. Der Körtel-Auffangstation, sowas. Könnte das halt sein. In etwas größer jetzt. Deshalb hat er vielleicht da so ein riesen Paket auf dem Rücken. Respektive an seinem... Weiß ich, ob das zu laut ist. Das werden wir dann wohl feststellen später. In der Zwischenzeit proben wir uns erstmal hier so schön durch, weil das so viel Spaß macht. Das ist ein freudiges Ereignis. Och, guck mal an. Da gibt es direkt schon einen generierten Superköttel, der uns wirklich voranbringt. Also so richtig. Da wird was Geiles drin sein. Die Superknifte 2000. Wir müssen auch zurück, fällt mir gerade auf. Mit der Superknifte im Gepäck. Ja, der Köttel ist so groß, den kann ich einsaugen. Den kann er nur ansaugen. Und jetzt gucken wir mal, was es gibt. Drohnensystem, ey, das ist super. Da mache ich mir jetzt eigentlich auch gar nicht so viel Gedanken darum, dass die Viecher mich hitten, weil das Drohnensystem, das schießt von selbst. Ich meine, da können wir erstmal noch ein bisschen was abbauen. Ich muss ja dann auch mal ein paar Upgrades durchführen. Alleine schon bei der Bohrgeschwindigkeit fällt mir gerade ein, sollten wir was machen. Aber wir können jetzt hier gucken. Die Drohne regelt das. Also, wenn sie trifft. Ah, okay, es dauert einen Moment, bis die Befähigung ereilt hat, zu treffen. Wir machen jetzt mal das. Und für spätere upgrade ich halt auch gleich das. Und mache halt die Geschwindigkeit auch mal ein bisschen höher schon. Dann bewegen wir uns schneller. Wir können schneller abbauen. Können das Ding schneller drehen, schießen schneller. Es ist alles schneller. Und schneller ist in dem Fall tatsächlich eine gute Sache. Das Schöne ist, wir können jetzt verhältnismäßig lang in so einer Höhle bleiben. Ja, ich sage immer noch Höhle. Es ist eigentlich eine Mine. Das ist wie bei anderen mit ihrem Silber oder Eisen. Da hat sich das auch nicht so wirklich geändert. Ich weiß nicht, wie es heute ist, keine Ahnung, aber das war auch so eine. Es ist halt für mich eine Höhlenmine. So, Punkt. Und jetzt sind wir schon ziemlich... Ich kann mir vorstellen, da ist gar nicht mehr so viel drin. Eine andere Frage ist, spielt das auch wer von euch? Und wenn... Mögt ihr es? Also ich mag es ja ziemlich gern, weil es halt eigentlich so zwischendrin auch echt entspannt ist. Andere Roguelike-Spiele sind dann immer so stressig. Hier hast du die chillige Phase, mit dem ich baue Ressourcen ab. Und dann wird es halt kurz stressig. Na gut, wenn der Boss kommt, dann ist halt auch ein bisschen mehr Stress, aber der zerpflückt mich ja sowieso jedes Mal. Also mache ich mir da eigentlich gar keine großen Gedanken. Und jetzt kriegen wir natürlich noch eine super Zusatzwaffe. Und das kurz vor Schluss. Aber ich setze viel auf meine Kampfdrohne. Ich setze da viel auf meine Kampfdrohne. Ich habe Hoffnung, dass das Teil wirklich alles raushaut gleich. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine Schrotflinte. Das ist was ich sehr gut finde. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt pünktlich kommen zum Kämpfen. Das sehe ich noch nicht. Und ich glaube auch, dass das ein Problem werden könnte.
Weil wir sind jetzt bei Phase 2, da kommen, ich habe schon Einschläge gehört, da kommen nämlich jetzt auch Viecher, die schießen. Glaube ich, Fliegeviecher. Aber wir haben ja auch noch die Schutzhülle, also so ist das jetzt nicht. Achso, ich muss ja auch mit dem ganzen Elend verknüpfen. Ja. Jetzt haben wir noch 18 auf Lager. Jo, schnelleres Abbauen wäre da ein Traum. Und dann gehen wir da nochmal rein und dann können wir gleich auch weiter zur nächsten Minenhöhle. Zu wissen, ob hier noch irgendwas ist, wäre natürlich toll, aber ich habe noch kein Ressourcenradar. Ich glaube auch nicht, dass ich in der Höhle noch irgendwas finde. Ich meine, es gab ein Upgrade, es gab eine Waffe. Das ist schon mehr wie teilweise sonst. Und ich meine, wir haben auch diesen riesen Staubsaugersack. Das ist ja auch... Ne? Wenn das nicht auch was ausmacht. Ja, ich hatte ja mal gefragt, ob man dann alle Minen ausräumen sollte. Ja, das ist wohl bestätigt worden. Macht natürlich auch Sinn, weil wie gesagt, die Ressourcen hier, die brauchst du ja theoretisch für die Upgrades außerhalb des... Also im Haupt-Upgrade-Raum, sage ich mal. Da macht es natürlich total Sinn, alles zu haben, was du kriegen kannst. So, Schnee abschütteln und dann Vollgas. Oh. Ah, warte. Wir bohren einfach die zweite an. Und machen danach die, die wir jetzt ausgelassen haben. Der bohrt jetzt ganz schön weit rein. Das finde ich eigentlich ganz cool. So, dann diesmal kämpfen wir vielleicht ein bisschen mehr mit. Ich bleib dann halt mal noch so ein bisschen in der Nähe. Gucke, ob ich hier noch irgendwas finde auf die Schnelle. Ja. Hab noch was auf die Schnelle gefunden. Wie gesagt, wir haben ja noch das Energieschild. Hätte jetzt auf die Dicke auch mit einer Rakete schießen können. So, jetzt können wir auf die Schrotflinte wechseln. Dann gucken wir mal, was wir jetzt upgraden können. Ich würde mal gucken, dass das Drohnensystem ein bisschen was besser kann. Das kann jetzt alles erstmal besser. Alles, was auf Stufe 1 ist quasi. Dann gehen wir mal gucken, was hier die Mine noch so hergibt. Ob noch was Lohreiches zu holen ist. Es geht ziemlich weit nach oben. Ach hier, guck mal, da sitzt Klaus-Peter. Klaus-Peter hat einen Urankern. Schaden von jeder Kugel. Gut, ich gehe davon aus, jetzt könnte dann gleich Schluss sein. Ist nur eine Vermutung, ich liege aber richtig. Klaus-Peter hat hier ein kleines bisschen Minenschacht bewacht. Also, ja, bewacht ist ja auch vielleicht das falsche Wort. Er hat sich für ein kleines Stück Minenschacht geopfert. Vielleicht ist das er. Ah, okay, hier ist gleich die Glinde drin. Tag 54, ich habe Durst und ich habe gerade festgestellt, dass ich mir nicht nur das Wasser entzogen habe, sondern auch einen Ausweg. Ohne die Spitzhacke komme ich nicht raus. Das war ein bisschen blöd. Ja, aber die hängt doch da. Okay, das ist mir nicht klar, was er da, warum er die nicht einfach wieder von der Wand genommen hat, aber okay. Er wird sicherlich seine Gründe haben. Jetzt könnte es passieren, dass das mit der bis zur nächsten Mine... Oh, wollte gerade sagen, einen Moment dauert, aber... Da geht es schon direkt weiter. Ich koppel mal ab. Wir haben übrigens unseren ersten grünen Pinöppel. Das ist supi. So, hier saugen wir schon mal alle ein. Das ist auch eine ganz fantastische... Das ist eine ganz fantastische Anordnung hier. Das ist alles... Wir können gleich wieder zum Kampf schreiten. Ich aber erstmal noch ein bisschen hier, ne? Materialien mitnehmen gerne. Ah, erstmal noch hier den... Au oh, Moment mal, saugt das auf. Ich nehme noch die hier mit. Den Plan hege ich. Die noch mitnehmen. Oh, er schießt schon. Drohnen-August ist schon im Kampf. Das reicht halt auch. Es ist ein geupgradeter Drohnen-August. Er hat schon ein paar... Und vielleicht zählt auch für den der Urankern. Ich habe keine Ahnung.
was der Urankern eigentlich zählt. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass damit nur meine... Hier mein Dings gemeint ist. Ich gucke mir das gerade mal an, mein Maschinengewehr. Jo, das ist der, das hat den Urankern abgekriegt. Gilt also nur dafür. Wir könnten nochmal höhere Bewegungsgeschwindigkeit, eine höhere Drehgeschwindigkeit machen. Wir könnten aber auch bei der Schrotflinte... Ich weiß gerade noch nicht. Ich mache mal das und das. Haben wir noch was für die Schrotflinte übrig in irgendeiner Form? Nein, dann koppeln wir ab. Wir sind ja jetzt einen Tick schneller. Und dann, ja... Gucken wir mal, was das Minengerät hier noch so hergibt. Ob es überhaupt noch viel gibt oder ob es gleich vorbei ist. Und wir uns weiter auf die Suche nach mehr Rohstoffen machen. Aktuell sieht es ja noch ganz vielversprechend aus. Ich bohre einfach mal hier. In der Hoffnung, dass ich vielleicht noch ein Upgrade finde. Hier gibt es keins. Nein, hier gibt es definitiv keins. Und dann machen wir weiter. Weiter, weiter, weiter. Oh, hier, guck mal. Könnt ihr mir vorstellen, kriegt das Ding diesmal vielleicht sogar voll. Oh, hat man doch Glück. Jetzt ist er auch voll. Gut, dann gucken, was er für uns hat. Gucken, wie viel wir jetzt eingesaugt haben. Ich habe mir nicht gemerkt, auf was ich es ausgebaut habe. Wir kriegen jetzt Overdrive und wir sind bei 33 und 15. Okay. Dann machen wir erstmal die Schrotflinte klar. Naja, komm her. Bevor ich da jetzt warte, bis die alle kommen, ne, kann ich auch noch mal kurz hier rinschießen und die restlichen Köttel holen. Und vielleicht auch noch ein bisschen was abbauen. Ja, hätte mir den Overdrive vielleicht für den Rückweg aufheben sollen, aber egal. Meine Drohne regelt das. Guck mal, da können wir noch mal eine Rakete rausballern. Halten wir einfach mit unserer Schrotflinte sportlich rein. Und dann hat das schon gepasst. Jetzt frage ich mich gerade, war ich schon fertig? Wie gesagt, ich brauche einen Co-Pilot für solche Zwecke, der überwacht, was ich mache. Ja, ich war fertig. Okay. Ich hätte jetzt einen Co-Piloten gehabt, der hätte jetzt gesagt, du Affenkorb, du hast alles. Verzieh dich. Hab allerdings keinen Co-Piloten, muss mir das selber merken und daher kommt es dann zu solchen Umständen, dass ich losrenne und Sachen mache, die Schwachsinn sind. Oh, was denn jetzt? Ach, jetzt kommen schon die Dicken. Das ist ja super. Ich schieße mal eine Rakete ab. Ah, die fliegt nach unten. Okay, das ist natürlich auch okay, ne? Ich weiß jetzt nicht, auf was meine Drohne schießt. Ah, die schießt jetzt gerade nicht auf die. Dann machen wir mal hier. Ah, Drohne. Ach, guck mal hier, wie gut das läuft. Ja, die Rakete, die schießt auf das Ding. Prima. Das lief ganz fantastisch. Wir brauchen nämlich einen neuen Minenschacht. Ah, jetzt kommen wir in ein anderes Gebiet. Vom Schnee geht es jetzt in sowas wie einen Regenwald. Oder wegen mir auch. Eine Tundra. Nee, eine Tundra. Oh nein. Oh nein. Wenn ich was nicht mag, dann das. Brauche ich 25 und 4. Gut. Warum mag ich es nicht? Exakt deswegen, weil du halt super langsam bohrst. Ich weiß da nicht, ob das mehr Ressourcen gibt. Weil die Steine länger abzubauen sind. Oder ob das irgendwie einen Sinn macht. Weil was Spezielles kriegst du ja jetzt hier eigentlich auch nicht, ne? Oder ob das einfach nur eine Optiksache ist.
Wenn das wer weiß, kann er erstmal in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren. Ich hätte es jetzt vergleichen müssen. Was bringt hier einmal abbauen hiervon und, ne? Versteht schon. Aber vielleicht hat das ja schon mal wer verglichen oder hat es nachgelesen. Gibt ja für so Fälle immer irgendwelche Seiten, die sowas festhalten. Den Wiki zum Beispiel. Ah, könnt ihr jetzt auch selber googeln, aber die Zeit ist knapp. Und ich wollte noch ein Ründchen probieren. Also ich meine, es ist ja nur ein Probieren. Wir werden ja sicherlich nochmal scheitern, das ein oder andere Mal. Ah, ich glaube, vielleicht hat das hier was mit diesen ganz speziellen... Oh, warte mal, wir müssen auch zurück, sehe ich gerade. Ah, wobei. So eilig, dass ich jetzt einen Overdrive benutzen musste, war es ja eigentlich nicht, ne? Mal kurz gucken, wir haben hier Schrotflinte. Was macht ein Drohnensystem? Das Drohnensystem, Schrotflinte. Die Feuerrate ist erhöht, wenn ich das für 15 kaufe. Okay, ich kaufe das mal für 15. Jo, Rakete geht raus. Schießt da vielleicht auf die da hinten. Soweit kann ich nämlich nicht. Bei mir hört es dann vorne nach 3 Metern auf. Oh, das war's schon. Das ging. Das war verhältnismäßig schnell. Das war verhältnismäßig schnell. Aber in 5 Minuten sind auch 20 Minuten rum. Dann kommt der Oberkrakenheini. Keine Ahnung, was das für einer ist. Er hat auf jeden Fall bis jetzt immer gewonnen. Und ich vermute, er wird auch diesmal tun. Weil halt noch nicht alle Upgrades gekauft sind. Ich denke, das wird der Grund sein. Werden wir aber rausfinden. Und das Schöne ist übrigens, ich habe gelernt, ich kann beim Kampf auch abkoppeln von der Wand und kann Leute plattlaufen und ausweichen. Das wird im Bosskampf gleich dann zum Einsatz kommen, dieses Fachwissen. Ja, das hat wer in den Kommentaren erwähnt. Ich wäre aber vermutlich auch aufgrund einer Sache, die ich las, selbst drauf gekommen, dass das wohl eine Idee sein könnte. Und zwar ist der Gedanke in Zusammenhang mit der 2. Stufe des Bosses gekommen, weil der ja so komische Grütze auf dich schießt. Und diese gelbe Grütze, die er auf dich schießt, der musst du ja technisch gesehen ausweichen können. Sonst trifft er eh. Aber das ist so ähnlich wie mit der Tentakel, die er... Oh, Moment, wo war Tentakel? Mit der er nach dir schlägt, da musst du ja auch... Ich meine, wir könnten jetzt auch hier im Kampf zum Beispiel uns von der Wand lösen und dann halt hin und her rennen. Ja, auf den wird er schießen. Lisse, kannst du drauf drüber laufen quasi. Das funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen. Ich würde gerne auch über die dicken Muttis laufen können. Hier diese Brutmütter, diese Brutstätten des Unheils. Aber geht nicht. So, jetzt disconnecten wir und dann aber schnell rein in die Mine. Ich wollte gerade kurz nochmal fragen, ob noch was drin war, aber glücklicherweise hat sich das dann von selbst geklärt. Ist halt auch immer ein bisschen blöd, in einem Video zu fragen, kann der nämlich gerne antworten. Machst du das jetzt live, dann könntest du sagen, ja, du hey, Blödkopf, Alter. Klar, machst du nicht fertig. Was ist denn los mit dir? Dann könntest du sagen, ja, ich bin gefühlt 2000 Jahre alt. Dann wäre denen das klar, warum das nicht mehr gut funktioniert. Und weiter. 2 Minuten noch. Oh, 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 oh. Es gibt tatsächlich jetzt einen Pfahlwerfer. Endlich, endlich. Warte ich schon so sehnsüchtig drauf. Oh ne, es gibt jetzt mal einen Bombenwerfer. Okay, das ist
Aber auch nicht viel besser, der fliegt nicht weiter. Ich kontrolliere kurz mein Zeitfenster. Ich habe den Overdrive voll, das heißt, ich kann erstmal noch ein bisschen abbauen. Ich habe auch noch genug Platz. Es war ja, das, wie gesagt, das Abbauen dauert ja hier in diesen Steinsgefilden super lange. Komm mal hier einsaugen, bevor du runterfällst. Ist ja auch Quatsch, den Weg zweimal zu machen, ne? Aber die Steine hier, die mag ich wirklich sehr, sehr gerne gar nicht. Bin auch ziemlich froh, wenn wir hier raus sind. So, wir koppeln wir schon mal ab. Weil das die ganze Geschichte halt auch ein bisschen leichter macht. Und laufen halt mal hier hoch. Wir können natürlich dann auch mal nach hier unten sliden. Siehst du? So coolen Kram kannst du machen. Wenn du halt ein bisschen nachdenkst. Geht's halt. Irre. Den habe ich anscheinend nicht getroffen. Oder er ist abgesetzt worden und ich weiß nichts von. Weiß jetzt auch nicht, ob die mir alle hinterherkommen. Keine Ahnung. In einer Minute werden wir auf jeden Fall meine Skills rausfinden, was das Ausweichen betrifft. Aus Erfahrung kann ich sagen, in anderen Spielen sind sie nicht so dicke. Obwohl das System ja oftmals einfacher ist, als man glaubt. Aber wie gesagt, die Befähigung ist tatsächlich aktiv zu nutzen, ist dann immer nicht so meine Stärke. Aber das, es geht auch schlimmer. Das muss man einfach immer mal sagen. Aber was ist denn hier? Ah, ich hatte vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass da raketenmäßig richtig was geht. Wir räumen erstmal jetzt hier diese Nische leer. Es fällt da nämlich alles schön nach unten und ich kann es beim Rausgehen einfach einsammeln. Also hoffe ich. Ah, guck an hier. Oh, da, ich hab das aufgepasst. Oh. Ich hab das aufgepasst. Das hab ich tatsächlich nicht. Nicht aufgepasst. Achso, ja. A sollte ich drücken. Mit A wird's was. Ich brauche auf jeden Fall das hier. Und ich kaufe das hier. Und ich kaufe mal das. Und dann war es das erstmal. Bin ich abgekoppelt? Ich bin abgekoppelt. Jetzt habe ich die falsche Waffe ausgewählt. Oh, nochmal die falsche Waffe ausgewählt. Oh ja, man kann der Sache ausweichen. Und das sogar ziemlich easy. Aber ich kann der Sache nicht... Oder hat er mich getroffen? Und ich weiß es nicht. Wir könnten mal die Rakete abschießen. Ah, der hält sich hier an der Wand... Oh, was machst denn du da? Faxen. Lass das mal. Ah, da ist schon mal was kaputt. Das ist gut. Könnten wir uns darüber einigen, dass ihr vielleicht hier... Die Frage ist, sehe ich die Tentakel? Ne, ich sehe die Tentakel überhaupt nicht schnell genug, weil ich eine Reaktionszeit von einem Amboss habe. Da ist leider nichts zu machen. Ich bin gespannt, ob der an alle... Okay. Das Thema hat sich erledigt. Ich wollte gerade ein paar doofe Fragen stellen. Mal wieder. Glücklicherweise hat der Umstand, dass er sich verzogen hat, dazu geführt, dass ich die nicht fragen musste.